Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt hier auf dem Kanal. Wir schauen uns den Tiefsimulator 2 an. Ich spiele das Ganze vor Release, es kommt am 4. Oktober raus und je nachdem, wann das Video hier rauskommt, ist es dann schon draußen. Und falls ihr keine Musik hört, das liegt daran, dass ich hier diesen Streamer-Modus angemacht habe und dann gibt es ja keine lizenzfreie Musik, sondern gar keine Musik. Ich hoffe, die kommt später noch, ansonsten werde ich da vielleicht ein bisschen im Edit nachhelfen. Ich habe noch nicht reingespielt, ich dachte, ich mache das mit euch zusammen, einfach zu schauen, wie die Erfahrung ist und wir sagen Spiel, neues Spiel starten und ich würde sagen, ja, normal. Und natürlich Story-Modus. Fun Fact, mit F5 kannst du fast, okay, das ist zu schnell, Bewegungsunschärfe ist standardmäßig deaktiviert. Als Fun Fact. Der Spielabschluss zählt abgeschlossene Aufträge, geschonene Autos und Black. Okay. Oh. Antworten, Space. They're coming. You have 1 minute. Okay. Okay, das sind Leute. Scheiße. Hol die Sache leise aus dem Schuppen. Also die haben eine Knarre. Ich glaube, ich habe schon verkackt. Got you, bastard. Okay. Also komplett ohne Vorbereitung. Ja. Gut. They're coming. You have 1 minute. Ja, okay. Also, Steuerung H. Schnellauswahl. Oh, wir sind mit einer Taschenlampe. Nachtsichtbrille. Ich habe nur die Hand. Anleitung. Aber Gott sei Dank sehe ich sie wenigstens so. Soll ich warten, bis er sich nochmal umdreht? Komm hier nicht raus. Shit, ich muss hier wieder weg. Der wird jetzt hier wieder reingehen, oder? Oder auch nicht? Ob ich den von hinten... Got you, wow, okay, also das funktioniert schon mal nicht. Ich dachte, ich könnte den irgendwie von hinten nehmen. So Payday-Style. Und vielleicht ausnocken. They're coming. You have 1 minute. Ja, ein Anstieg ist total, wäre nicht schlecht gewesen. Moment, der läuft jetzt mal wieder hier direkt rein. Okay, er steht jetzt hier. Komm, geh weg. Warum stehst du jetzt ausgerechnet hier? Kannst du überhaupt nicht cheaten? Oh fuck. Wo muss ich denn überhaupt hin? Oh. Scheiße. Jetzt haben wir hier 2. Okay, er geht wieder. Komm ich aus dem Fenster? Oh, wow. Oh, wow. Okay, das hätte ich vielleicht vorher mal beachten sollen. Bin ja knallhart ins Haus rein. C Crouch. Ah, okay, hier ist das Tutorial. Okay, hier steht einer.
Bewegst du dich nochmal oder bleibst... Okay, sehr gut. Okay. Left Shift rennen. Das war's. Mehr sollte ich nicht holen. Schlüssel zum Hintertor. Okay, ich glaube, wir haben's. Und schnell weg. Ab ins Auto. Okay, wir müssen da noch selber. Ah, okay. Ja, schräg. Schräg, schräg. Ich bin jetzt nochmal sehr gespannt, was da jetzt noch alles kommen wird. Ja, aber das mit dem Fenster habe ich komplett übersehen. Alright, so you're in some deep shit. It took long enough. Look, you're my friend and all. I'll help you get out of this mess, but not for free. You have a whole criminal organization going after you. Let me think what can be done. Let's say you piss off a few people, break into a couple houses, and then you get my help. How's that? For starters, I'd go to 102 and steal some shit from there. It should be empty. Use your crowbar to get inside. 102. Wie ist das mit der Taschenlampe? Also F. Brich ihn 102 und steh dir genug, um aufzusteigen. 102 ist da vorne. Okay. Am besten ohne, dass mich halt jemand sieht, ne? Verwende Quick Select, um die Brechstange herauszunehmen. Öffne das Tor mit R. Okay. Quick Select. Quick Select war Q. Alle klar. Verwenden Brecheisen. Okay. Kann man das vielleicht... Na, ich kann es gar nicht zumachen. Alles klar. 1 Kilogramm. Holzdekor. Schaut nicht sehr wertvoll aus. Da unten verstecken? Good to know. Das nehme ich mit. Wecker. Nee, schaut nicht wertvoll aus. Aber Geld. Her damit. Tischlampe, 10 EP. Ach komm, nehmen wir den Wecker mit. Kann ich auch das hier aufmachen? Nö, nichts Interessantes. Her damit. Yes, nice. Was lässt man denn einfach Geld hier so drin? Nö, das auch nicht. Wein, nee. Auch nichts Spannendes. Poster? Nee. Gut, hier ist nichts Spannendes. Hier vielleicht noch? Nein. Nee. Hier vielleicht? Nein. Komm, da muss doch nur ein UFO. Mhm, ist klar. Ah, komm, rechne immer mit. Very nice. Time to sell this stuff so you can pay me, brother. Drive to Crazy Joe's pawn shop. He's my pal. It's in the same neighborhood. Number's 115. Ja, warte noch einen Moment. Wenn das jetzt schon gereicht hat, dann werde ich einfach so ein bisschen Zeugs mitnehmen. Okay, nichts Interessantes. Nö, auch nicht. USB-Stick. Sind vielleicht Daten drauf? Komm, ziehen wir das Zeug hier noch mit. Kann ich da noch was mitnehmen? Ah, den Hasen? Nee. Okay, komm. Mitnehmen.
Mitnehmen. Mitnehmen. Booster. Okay, bisschen voll. Und tschüss. War ja easy, aber gut. Ist auch keiner da heim gewesen. Was kann ich hier machen? Mikrokamera innen platzieren. Okay. Neueste Joy, Mikrokamera mit T. Wo war der Typ jetzt? Warte zur Showspanner und verkaufe deine Beute. Dann werden wir mal unser Auto da hinten nutzen. Ich hoffe, ich kann damit fahren. Boah, das ist ja schon wieder außer Atem. Kann ich? Lass mal reingehen hier. Tief FM. Mhm. Check the calendar on your phone to see if any event is coming up. Maybe people will leave the house for some weird festival. Happy stealing. Okay. Wenn es Sinn macht, aber okay. Okay, die Steuerung ist wenigstens ganz so schlecht. Okay, ne, das will ich eigentlich nicht. Wie möchte ich hier wieder raus? Dankeschön. Eingang? Ah, hier. Moin. Ist da irgendwas dabei, was ich brauche? Nee, alles verkaufen. Geil. See, that's how it goes. Keep the money. It'll be rent for your new hideout. I need something from 104, and to break in there, we need a drone. It happens the guy from 103 ordered a drone recently. Learn how to mark people. We have to find out when he goes to work. Okay, lerne die Fähigkeit markieren. Wo mache ich das? War nicht bei ihm, oder? Wollen wir mit dir nochmal quatschen? Okay, das ist nur verkaufen. Okay, kein Plan. Wir fahren jetzt einfach mal dahin. Südele, einsteigen. 103. Muss irgendwo da unten sein. Ah, da hinten. Okay, der ist schon mal auf jeden Fall zu Hause. Warte mal, Steuerung H. Achso, das war schon das. Die Fähigkeit markieren. Sagt er was, wenn er mich sieht? Wo ist er hin? Hallo? Wo ist der hin? Tutorial Fähigkeiten. Ich könnte mir das natürlich mal angucken, ja? In der Medaille kannst du die Registerkarte Fähigkeiten auswählen und neue Fähigkeiten erwerben. Du musst aufsteigen, um neue Punkte zu erhalten. Ah, Inventar. Fähigkeiten. Was ist markieren? Ah, das ist markieren. Okay, lernen. Gut. Alright, I bet he's somewhere visible at 3 p.m. 1500 military time. Wait it out in the parking lot and then go to the spot I marked for you. Ach, da wo ich jetzt eh schon bin. Okay. 15 Uhr. 13. Ah. Kann ich ihn nicht jetzt schon irgendwie markieren? Spielen A, D, A. Die Routine des Mieters kennengelernt. Tarnungsmodus. Sehr realistisch, I guess. Aber okay. Bezüglich... Warte mal, war das im Auto? Steigen? Ah, ich glaube, da muss ich auf dem Parkplatz sein. Ich gehe mal zu dem Parkplatz da hinten.
Okay, Durchlaufzeit. Schlafen bis 15 Uhr. Im Auto. Oh, das sehe ich sogar von der Ferne. Interessant. Have you got eyes on him? Mark his ass, so we know when he's out. Ja, das habe ich schon. All right, now do some planning. You'll see his next destinations. It's a very handy skill. I see. See, that saved you the need of going through the journal. My sources say he leaves the house at 5 p.m. There's a problem, though. You can't break in with the crowbar because the guy has a sound alarm. It'll be triggered. You gotta learn lockpicking. Drive to your new hideout and check the computer. I have a task for you, which will gain you some more experience. Und das konnten wir nicht vorher machen. Okay. Die Frage ist, wo ist mein Versteck? Wo ist mein Versteck? Kann ich eine Karte mit M aufmachen? Nein, natürlich nicht. Das Telefonsymbol. Ich würde mal sagen, ich fahre mal hier drauf. Nö, das bringt auch nichts. Warte mal, vielleicht bei Tab habe ich da irgendwo. Thief FM, stealing the best music just for you. Nee, das ist die Baustelle, verlassenes Haus. Okay, das sind die ganzen Niveaus. Wo ist mein Versteck? Also ein bisschen mehr Guidance würde ich jetzt gar nicht mal so... Wow. Hier hat es jetzt ein Telefonsymbol, aber es ist halt nicht mein Versteck. Oder ich gehe mal davon aus. Und es wird immer später. Das gibt's doch nicht. Verlasse die Gegend und geh. Oder muss ich hier komplett rausfahren? Ich glaube, ich mach das mal. Ich fahr mal komplett hier raus. Ah, okay. Es war wirklich komplett rausfahren. Das muss ja auch mal einer erwähnen. Aber immerhin, das Laden geht schnell. Ain't this house nice? Just pay me the rent weekly and you're fine. When you get some cash, you can do repairs on House Renovator. Go to the computer. I have to show you around in your new world. Okay. Wie kann ich das verwenden? Schmucktisch, Verwendung, Schmuckwerkzeuge. Danke. Taschendiebstahl, um zu üben. Ja, das Gebäude braucht eine Renovation. Ganz dringend. Moment, hier sind zwei. Hierhin? Check out Steel Gear. As you gain experience, better tools will become available to you. Okay. Mikrokamera. On RobTips, you can buy information about houses, loot locations, security cameras, tenant routines, etc. Gather all information about 102, free of charge. Ah, okay. Kaufen. Alarm einer Schublade, der im Schlaf. Praktisch. Informationen über die Sicherheitssysteme. Das Haus bleibt leer. Das Badezimmerfenster ist offen. Check out Black Bay. Hinter dem Haus ist ein kaputter Zaun. They sometimes offer much better prices than the pawn shop, so keep an eye out. Das ist noch nützlich, okay. Also Schublade im Schlafzimmer ist ein Alarm. Okay. Go to hell, neighbor. Like I said before, you need more experience before you can learn lockpicking. Accept the job at 102. Lol. Sachen kaputt machen gegen Geld. Ein paar Dinge zerschlagen, eins und zwei. Good, you get the hang of it.
You can browse other websites. There are plenty, but not crucial for us now. Get off the PC when you're ready. Drone Tech? Okay, das ist noch nicht so weit. Upgrade it. Aha. The Bank, einzahlen, abheben. Hier, Brieftasche. Oh, was machst du um einzahlen hier? LOL. Das ist der gleiche Sound wie bei Rollercoaster Tycoon. Stolen V-Boards. Okay, alles klar. Thief Contract, House Renovator. House Reparaturen. Ah. Da mache ich das Ganze hin. Da kann ich es dann tauschen. Okay. Gut. When you steal things and complete jobs, you get experience. With enough experience, you can learn new skills, such as lockpicking, which is needed to break into 103. Get to 102 and complete the job you just accepted. Should be rather easy. Okay, machen wir mal. Was? Nein, ich will einsteigen. Okay, Madison Street. Von Sicherheitsplan, das Hacking-Laptop kann verwenden. Okay, also es gibt da noch einiges an Gutes später. I see. Wollen wir mal 102 mal kaputt machen und dann schauen, dass wir in 103 reinkommen. How are the thieves doing? Steal on with Thief FM. Best music to steal to. Ist so dämlich. Ah, ich würde sagen, hier so rüber. Moin. Allah, war einfach hier so mittig. Wollen wir einfach mal davor parken? So, dreh. Aussteigen bitte. Ist keiner da? Okay, warte mal. Tooltip ist hier. Okay, Sachen kaputt machen. Was denn so zum Beispiel? Kann ich hier einfach? Okay. Es ist abgeschlossen. Oh, das arme Klo. Okay, das geht nicht kaputt. War's das schon? Das Badezimmerfenster ist ein paar Dinge zerschlagen. Hier vielleicht noch? Ich könnte es mal mitnehmen, ne? Oh. Oder ich nehme mal den Schlüssel für vorne. Ah, ich nehme es einfach mit. Hier noch was? Ne? Du blockierst den Weg. Was willst du, dass ich noch mehr kaputt mache? Den hier vielleicht? Ah, okay, er ist hier. Oh, was? That dingus next door, call the cops. Hide in the dumpster or something. Okay, ich hoffe, das hat funktioniert. Gott sei Dank habe ich das gesehen, dass man hier unten rein kann. Flucht oder Versteck? Hm. Ich hoffe, der geht wirklich wieder weg. Jetzt kann ich das mit dem Markieren halt leider nicht machen. Ich trau mich nicht raus. Nee, ich kann ihn nicht markieren. Ah, so ein Scheiß. Gehst du jetzt? Er hat schon gesagt. Nice. Okay. Fähigkeit erlernen. Das können wir ja hier machen. Schlösser knacken ist das vermutlich hier. Lernen. Nice. Auf ein einfaches Tool, um Schlüssel knacken auf dem Telefon. Up Arrow. Fall nach oben.
Seriously? Warum ist das jetzt immer noch aktiv? Naja. Okay, Gegenstände. Was kann man hier noch so machen? Okay, alles, was ich jetzt noch nicht brauche. Steuerung, komm doch mal her. Telefon mit einem Up-Arrow. Nee, lässt er mich hier unten nicht. Macht aber auch irgendwie Sinn. Ist jetzt wieder gut? Good, brother. Take out your phone and order a nice basic lockpicking tool. You can buy it at your PC too, but it'd be a waste of time to drive there. Time to learn lockpicking. If you still somehow don't have the experience, steal some more from 102. Okay, Quick Buy, einfaches Einbrecher-Set. Hundefleisch. Okay. So you have the tool. You can practice on a lock in 102 if you want. Practice is always good. Oh, und der pennt. Into 103 and steal the drone. It's big, so you can't miss it. Just make sure to check your journal and see when the guy is out. Breche in 103 und stehle die Drohne. Anwohner ist zwischen 17 und 21 Uhr außer Haus. Okay, werden wir das hier mal irgendwie üben. Wie kann ich das machen? Halte, um langsam zu verwenden. Da ist halt alles offen. Ist jetzt jemand reingegangen? Nee. Ridiculous. Oh, wir sollten vielleicht fahren. Be quiet. Ja, ja. Ist das S für Zeuge? Oder ist das suspicious? Okay, wir gehen mal auf den Parkplatz. Und werden mal schlafen bis 17 Uhr. So. Schlafen. War nicht so weit? Yes. Das ist praktisch. Okay, aussteigen. Unser Kandidat. Okay. Er ist weg und hier hinten haben wir eine Kamera. Verwenden die? Oh, wait a moment. Verwenden. Was genau? Nee. Yes. Das sehe ich nicht. Oh, geil. Okay, die Drohne zuerst. Sehr gut. Eine XXL-Drohne. Wo hast du die? Hier drin. Ah, da ist sie ja. Upgrade it so it can disable cameras. There's a camera at the entrance to 104. Sell some loot and check out drone tech on your computer. Take ja, gleich. Ich will erstmal Sachen mitnehmen, die halt mitnehmbar sind, wenn ich noch Zeit habe. Nichts Interessantes. Ja, komm, mit damit. Einfach mal Küchensachen klauen hier. Ich hätte auch gerne mal die teuren Sachen. Okay, wir sind voll. Scheiße, komme ich da jetzt nicht mehr drüber? Komme ich hier? Okay, sehr gut. Kann ich? Nee, scheiße. Okay, weg hier. Ciao. Ich gehe einfach nur spazieren. Du hast was Ungewöhnliches in der Hand. Nur eine Brechstange.
In der Nacht. So, der weg. So, KCFL Autolichter. Achso, okay. Wo ist der Selling-Typ nochmal? Ach, da hinten oben. My wife stole a bracelet. It's nice and shiny. Have you been on Dark Bank? You can deposit money there and it will grow weekly. Make sure to check it out. Jo, habe ich schon gesehen. Moin. Also, alles verkaufen, dankeschön. Geil. Geh nach Hause und kaufe bei DroneTech ein Kamera-Deaktivierungsmodul. Bleib hier, Little Drone G. Mach das einfach mal. Oh. Okay, rauf, runter. Wirklich. Ah, so ist runter. Okay. Praktisch, als sie. Na dann, ab nach Hause. Wo geht's denn am schnellsten? Ich würde mal sagen, hier wieder runter. Und nach rechts raus. Schnellreise wäre natürlich auch noch praktisch. Versteck. Dankeschön. Aber, ich weiß nicht, die Zeit vergeht ein bisschen schnell im Normalmodus. Ich meine, schaut euch das mal an. Da hat man natürlich so keine großen Zeitfenster. Upgrade. Einmal zum PC. DroneTech. Fly by Light. Upgrades anzeigen. Benötigung einer weiteren Kamera. Das kann ich mir nicht leisten. 250 Bewegungs... nö. Okay. Great stuff. Now you can disable a camera with your drone. It'll come in handy a lot. Wir haben eine Katze. Buy all information about 104 on Rob Tips, so there are no surprises. I won't hold your hand for much longer. Okay, kaufe alle Infos zu 104 auf Rob Tips. Oh, scheiße, mein Volles gibt's in echt. 104, 103, 104. Zwei Kameras, eine am Vordertor, die andere hinten. Seitenscheibe ist offen. Die Routine des Mieters wurde in Erfahrung gebracht. Ach so, ah. Ach, daher kriege ich das. Ich habe das nicht nur durchs Markieren. Ja, okay, ja. Okay, zwei Routinen. PC-Einheit im Hauptraum. Empfänger im Lagerbereich. Kopfhörer in einem Metallschrank. Okay. Oh, die Katze ist voll am Schnurren. So, two guys at 104, but they both leave at a certain time. You should check it out in your journal. Go there, okay. Disable the camera at the entrance with your drone, no. And I'll call you about your next step. Okay. Den machen wir das mal. Ab zu 104. Moment, warum war da jetzt die Polizeimarke? Oder war die vorher schon? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Thief FM, Dave speaking. Have you taken stolen rewards? You can receive nice perks if you complete certain tasks. Well, back to stealing. Okay. Ich glaube, wir parken lieber auf dem Parkplatz. Sonst kommen die Leute noch auf komische Gedanken. Okay. Kann ich ab hier jetzt einfach die Drohne? Ja, kann ich. 104. Wie kann man deaktivieren? Ja. Okay. Warum wird das Signal? Okay, da hinten haben wir noch eine Kamera. Warum ist das so eine schräge Musik? Scheiße.
There's a cardboard box with my stuff inside. Fuckers were supposed to send it to me, but it's still there. It's heavy, so put it in your trunk and bring it home. Okay. Jetzt haben wir aber ein Problem hier. Außerhalb des Hauses. Planungsmodus. Um 23 Uhr 0 bis 1 hier draußen? Also der müsste jetzt jeden Moment hier rausgehen, oder wie? Na? Ich stehe einfach mal hier so rum, ne? Ja, geht raus. 0 bis 1 Uhr. Aha. Shit. Na komm. Sehr gut. Wie jetzt Erkennung. Okay, sehr gut. Also ist das 5 Kilo. Nehme ich mit. Ich nehme das mal mit. Gegenstand, wirf einen Gegenstand. Ja. Komm, wir nehmen das mal mit zum Auto. Shit, ich glaube, der eine kommt wieder. Ich glaube, grün ist, wenn wir halt rein können. Okay. Unser Auto ist halt irgendwie sus. Kann ich... Ist das jetzt drin? Ja, ne. Mal kurz Tee gucken. Viele Gegenstände sollten in den Kofferraum gelegt werden. Öffne den Kofferraum, wie im Video gezeigt, lege die Gegenstände hinein und schließe dann den Kofferraum. Ah, ich sollte die Tutorials wirklich angucken. Also, es passt dann schon so. Also ich muss eigentlich gar nicht aufmachen. Steht die Karton aus 104. Und bringe ihn nach Hause. Ich glaube, das ist eh schon der. Ich würde aber ehrlich gesagt gerne nochmal rein, weil da hat es mehr. Der eine kommt gleich. Das war ja bis 1 Uhr. Es wird halt irgendwie gleich wieder rot. Oder ich riskiere es einfach. Kann man das überprüfen? Oh Scheiße, da ist jemand. Oh, das ist da draußen. Das ist da draußen. Und Gerät nimm mal mit. Oh, Scheiße. Okay, schnell weg. Okay, ich muss die Türen zumachen. Das ist nicht so gut. Okay, weg hier. Ja, Spuren verwischen ist das Motto. Ciao. Da komme ich nochmal vorbei. Okay, ab ins Versteck. Ja,
Gefängnis im Hardcore-Modus. Wenn du im Hardcore-Modus ins Gefängnis kommst, kannst du verlorene Beute aus der Prozession zurückholen. Du musst nur aus der Zelle ausbrechen und sie finden. Okay. Okay, I assume you have the box and it didn't fall out of your trunk. Open it like a normal man does, with a knife. What's inside must remain a mystery. Send it to me via Black Bay, once you have it. Via Black Bay. Okay. Wie mache ich denn das? Mit dem Messer. Ah, kann ich nicht das da nutzen? Ja, dann halt nicht. Haben wir hier ein Messer irgendwo? Nö. Oder doch die Brechstange? Probier's mal ganz kurz. Ja, okay. Öffne Schachteln. T. Um Karton zu öffnen, geh zum Versteck und trage eine Karton ins Wohnzimmer. Lege eine Karton. Wow. Echt? Bye. So. Warum? So. Hey, wieso? Ernst jetzt? Warum baut man so eine Mechanik ein? Das ist ein bisschen... Ist das eine Bombe? Aber okay. Black Bay ist vermutlich über den Rechner. Schätze ich jetzt mal. Verwenden. Dark Bank, Stone Universe, House Renovator. Ah, da. Black Bay. Wie mache ich denn das? Ach da, schwarzes Paket. Okay. Great, you're really helping me right now. I'll make sure to repay that. There's a few more things though. I need you to plant a certain package at 110 in the bedroom. Be careful though, you can't be seen by the guy. Einfach mal ein Paket. Ist doch eine Bombe. Ich würde gerne mal das Geld kurz deponieren. Aber der Dark Bank. Einzahlen. Ich hoffe, das ist Kaffee da, dass ich das einzahle. Okay, erfülle deinen Auftrag in 110, ein Paket platzieren. Wir könnten für 110 aber noch Hinweise holen. Rob Tips. 100. 110. Oh, das ist teuer. Mieterroutine. Ach was, warum nimmt er das Geld nicht von der Bank? Ach, das ist dumm. Okay. Dann halt ungefähr so viel. Rob the Apps. Oh, hat es gemerkt. Mieter geht um 16 Uhr und kommt um 19 Uhr zurück. Alles klar. Sicherheitssystem. Steck im Keller. Mieter hat den Schlüssel. Aha. Wartezimmerfenster ist offen. Ich muss gut was klauen. Dieses mysteriöse Paket ist wo? Oder ist das jetzt automatisch hier schon hinten drin? Ein Paket platzieren. Ah, hier kann ich auch alles verkaufen. Oh, praktisch. Das heißt, ich musste den meinen Typen gar nicht hinfahren. Aber das Kleid ist immer noch nicht. Rucksack, einfach ein Preset, Flyby, Schlüssel zum Hintertor. 102 brauche ich eigentlich nicht. Hm. Wo ist das Paket? Was ist eigentlich hier an dem Computer? Hacken. Okay, kann ich nicht. Gut, wo hast du das hingetan? Oder ich probiere es einfach aus. Na, kleine Mietzi. Oh, süß. Ja. Okay, Madison Street. Ach, wenn dein Rucksack voller Beute ist, machst du beim Gehen und Laufen mehr Lärm. Macht irgendwie Sinn. Cool, dass sie das mit eingebaut haben. Thief FM, Dave speaking.
Have you checked stolen rewards? So, für den Auftrag. Kann ich nochmal Inventar, Fähigkeiten, Notizen. 110 Edwards. Ah, okay, alles klar. Heute Missionen. Oh, wo ist das Paket? Ich habe auch nichts. Na gut, wir fahren mal zu 110. Wenn ich es ja nochmal finde. Fahren wir hier mal rein. Schon mal 107. 109. Ah, da, 110. Frage ist, ich glaube, ich parke wieder auf dem Parkplatz. Oder einfach ein bisschen an der Pampa. Ja, das ist überhaupt nicht süß. So, nochmal die Infos. 110, wo ist offen gewesen? 110, Anwohner. War das Überfenster ist offen. Steck im Keller. Und außerhalb des Hauses. Sagen wir mal, bis 15 Uhr. Das heißt, der müsste jetzt eigentlich da sein. Müsste den Anwohner halt auch mal sehen. Ah. Ich glaube, der ist nicht daheim. Oh, hier geh mal weg. Misstrauisch. Okay, wir haben schon mal die Routine für hier. 8, 9, 10. Achso, das war nur das Auto, ich dachte schon. Hä? Na gut. Dann würde ich sagen, warten wir. Ah, das ist das Paket, oder? Nee, das ist ein Lager. Ja, wir werden dann einfach mal reingehen. Eventuell ist es dann auf magische Art und Weise dann einfach da. So, Parkplatz. Oh, Bushaltestelle. Ich hab gerade Bus-Simulator spielen. So, Durchlaufzeit. Space. 15 Uhr. Mache ich jetzt mal hier schlafen. Was? Nein. Aussteigen. Neues. Und. Er geht weg. Oder? Der ist hier. Der geht noch einmal hier rum. War außerhalb. Achso, warte mal. Das glaube ich war ja 16 Uhr, ne? Notizen. Ja, 16 Uhr außer Haus. Okay, dann würde ich sagen, warten wir mal ganz kurz. Und dann gehen wir ins Haus rein. Bis gleich. Totale, da sind wir schon wieder. Und der Bewohner ist weg. Okay, Badezimmer ist offen. Machen wir hier mal schnell. Ja. Okay. Das mit dem Paket weiß ich halt nicht wo, ne? Toaster. Oh, der ist 50 wert. Nehme ich mal mit. Nee, Messerblock. Nehme ich mal mit. Alles so das Low-Profile-Zeugs. Vase, 30. Globus, her damit. Computersoftware. Festplatte. Ob ich da mehrmals einbrechen kann? Mutti schon, oder?
mitnehmen. Nice. Und im Keller hat's noch was. Oh, geil, Geld. Was haben wir hier? Schlüssel von Geheimwach? Nee. Shit. Oh ja. That is a bit too much. Da ist ein Messgerät. Sonst noch irgendwas? Nee. Shit, wir haben dieses Paket nicht. Ah, so ein Shit. Stufe aufgestiegen. Nice. Komm, mitnehmen. Oder halt auch nicht. Okay, Schlafzimmer. Oh fuck. Der wird raus. Oh, da liegt auch nochmal Geld. Nice, 30. Kann ich hier irgendwie rüber? Nee. Hier? Oh, ich brauche Beweglichkeit. Moment mal. Das gebe ich mir jetzt mal. Fähigkeiten. Was haben wir hier? Schlossknacken. Läufer. Hören. Wo ist Beweglichkeit? Beweglichkeit Stufe 1 erfordert Stufe 7. So ein Shit. Scheiße. Gut, hier nochmal schnell. Nix. Okay, raus hier. Oh, tschüss. Scheiße, jetzt haben wir das mit der Box nicht gemacht. Ah. Okay, dann werde ich jetzt nochmal heimfahren. Und schau mal, wo das mit der Box ist. Boah, ich kann hier alles ablegen, ne? Zack, Lager. Ah, komm, die fahren wir nach Hause. So, genug gestohlen. Beziehungsweise wir können da hinten gerade rausfahren. Hier so. Ja, ich bin gespannt, was im späteren Spielverlauf da noch kommt. Und wie schwierig das jetzt noch wird. Das ist ja jetzt noch einigermaßen moderat, beziehungsweise ja, einfach eigentlich. So, den ganzen Ramsch hier mal verkaufen. Nice. Cool. Wo war das? Hier war das. Warte mal wieder deponieren. Upgrade it. Dark Bank. 989. Das hat sich gelohnt. Ich würde mal sagen. So, 1045. Ah, 1405. So, Entschuldigung. Gut. Ich mache mir auf die Suche nach diesem Paket. Ich hoffe, ich finde es. Und wenn ich es gefunden habe, dann sehen wir uns gleich wieder. Ah, okay. Da bin ich wieder. Ich war jetzt 110 nochmal drin, beziehungsweise ich habe das Spiel nochmal neu gestartet und dann war im Schlafzimmer ein Marker. Zu dem habe ich hingehen müssen und dann hat er es aus magischer Art und Weise platziert. Also da war nichts zum irgendwo effektiv reintragen. Aber es kam jetzt danach, erfülle deinen Auftrag 105, mach ein Foto von der Küche. Das ist ein Geschäft hier. Ob das so schlau ist, einfach so reinzugehen? Mal das Geschäft hier ausrauben. Ja, und die Kasse kann ich natürlich nicht verwenden. Okay. Schauen wir mal, dass wir hier reinkommen. Scheiße, ich höre da was. Da scheint nichts drin zu sein. Oh ja.
Stufe 2. Komme ich nicht hin. Okay, wir gehen nach oben. Okay, Foto machen. Gut. We're gonna do something crazy, but first you need to learn how to use lockpicks. Do some jobs, steal some more. Stock up on lockpicks once you have the experience. Okay. Ich werde erstmal hier die Wohnung noch auseinandernehmen. Und mal schauen, was wir hier noch so finden. Nice. Aber ich glaube, ich möchte hier wieder rausgehen. Da hinten wird das Schlafzimmer sein. Ja. Es wird gleich 6. Okay. Schnell weg. Ciao. Okay, erlerne die Fähigkeit Dietrich Stufe 2 und kaufe 3 Dietriche. So, Beute machen wir mal hier rein. Beziehungsweise. War ich? Nee. Okay, lassen wir mal. Fähigkeiten. Wir brauchen. Schlossgang Stufe 1 gelernt. Taschendieb. Erfordert Stufe 5. Also so viel wäre es gar nicht mehr. Okay. Ich würde sagen, wir machen da noch einen kleinen Cut. Ich werde noch mal ein bisschen für mich stehlen. Dass wir hier mal hochleveln. Ich werde noch mal Sachen verkaufen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Mission. Mal schauen, was uns das erwarten wird. Hoffentlich mal was Spannendes. Vielleicht irgendwie mit Elektronik knacken. Ja, genau. Knacken, so. Aber bis jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass schlecht ist, aber jetzt war ich ein bisschen knackiger vorgestellt, muss man so zu sagen. So, alles verkaufen. Okay, also liebe Leute, wir sehen uns, wenn ich mal ein bisschen hochgelevelt habe. So, da bin ich wieder und ich habe ein paar Einbrüche gemacht. Und dabei ist mir aufgefallen, die Leute interessiert sie überhaupt nicht, wenn man mehrmals ins gleiche Haus reingeht. Also auch die Sachen spawnen zum Teil wieder. Die Leute reagieren halt auch nicht anders, als dass sie irgendwie vorsichtiger werden oder so. Aber man kann erkannt werden. Also wenn man erwischt wird, dann sind Plakate in der City und die muss man dann abreißen. Ja, Realismus jetzt nicht so ganz so hoch. Jedenfalls, ich kann den Schlossknacken Stufe 2 und wir sollen von Haus 116 alle Infos kaufen. Das ist eine Polizeiwache und da soll man als nächstes reingehen. So, wo war das? Steel Gear Rob Tips. 116. Ja, lokale Polizeistation. Sollen hier alles kaufen. 3 Kameras. Das Kamerasicherheitsbändel befindet sich im Konferenzraum. 2 Polizisten und 2 Sicherheitsleute, alle bewaffnet. Der Schlüssel zur Ausgangstür befindet sich im Konferenzraum. 3 Ausgangstüren, Schlüssel erforderlich. Die Routinen des Mieters wurden in Erfahrung gebracht. Routine des Mieters wurde in Erfahrung gebracht. Anständige SSD im Chefbüro. Und iMac im Büro im 2. Stock. 3 Kameras, 2 Polizisten und 2 Sicherheitsleute. Oh, das wird spaßig. My associate, who's also a thief, was caught and is currently stuck in jail. You'll go there, break out, break her out and escape together. If you manage to do that, I will do anything to help you. It's a promise. So do something stupid and get caught. Ich soll was Dummes tun und... Ja, okay. Gut. Ich was Dummes tun, das ist überhaupt gar kein Problem. Ich will sagen, ich laufe einfach ins nächstbeste Haus und sag mal hallo. Thief FM, Dave speaking. Have you checked stolen so, wo machen wir das? Ach, was? 110, da bin ich mir jetzt schon ein paar Mal reingegangen. Und teilweise... Moment. Teilweise sind da noch die Türen einfach offen geblieben. Hey, servus. Moin. Ah, brauchst doch keine Angst haben.
Moin. Ew. Was zum... Wo ist die Polizei? Hi, Polizei. Okay. Ab ins Gefängnis. Und da soll er jetzt ausbrechen. Ja, wunderbar. Aber die würden doch eigentlich die Dietrich hier wegnehmen. Außerhalb des Hauses, außerhalb des Hauses, Etage 2. Okay, die müssen wir jetzt wie so runter machen. Und wenn sie unten sind, so verlocken. Scheiße. Nice. Da ist eine Kamera. Nicht so gut. Wo ist sie, die andere? Oh, da ist Geld drin. Okay. Das ist easy. Oh my goodness. Oh, moin. Oh, scheiße. Ja, das hat doch nicht so gut funktioniert. Dann tun wir noch mal laden. Ich meine, das ist eine Polizeistation. Das ist so... Ah. Bin ich hier in Etage 2? Was ist das hier? Hey, ich war mal an der gleichen Stelle wie du. Ich habe eine Brechstange da gelassen, um dir das Leben zu erleichtern, Kollege. Zur Donut-liebenden Bassere können sich selbst ficken. Oh, und du könntest mein Paket aus Madison abholen. 42318. Wird mir nichts nützen. Brechstange? Oh. Okay. Schwierig. Es gibt kein Fenster, wo sie alle mal weg sind. Machen wir erstmal hier auf. Nice. Ich könnte natürlich auf die Routine von dem einen warten. Tür wieder verriegeln. Ja. Planungsmodus aktiviert. Okay. Um 1 geht er nach oben. Na, möchtest du... Wie des Mieters kennengelernt. Jetzt komm, hau doch mal ab. Ich will hier weg. Oh, das ist eine ganze Stunde, was er da wartet. Vermutlich. Schau mal, wenn es gerade 0 wird. Ja, er geht. Okay. Fuck. Nice. So, komm mal mit. Nein. So, einer noch. Sehr gut. Scheiße, die kann man halt auch nicht deaktivieren, die blöde Kamera. Probieren wir es mal anders. Er ist da hinten. Ja, natürlich klauen. Wir
für alles einen Schlüssel. Auch eine Kamera. Oh, scheiße. Bitte seh uns nicht. Scheiße. War da nicht irgendwas im Planungsding? Und 2 bis 3 geht dann noch da hinten. Da ist noch was. Anständige SSD. Das war eigentlich nicht das, was ich gesucht habe. Es hilft mir nicht weiter. Oh, da oben ist irgendwas. Kamera. Wo ist das Planungsoffice? Okay, er geht los. Da, Kamera. Da oben ist noch was. Okay, 2 bis 3. Wie komme ich da nach oben? Oh, das ist das Planungsteil. Wir haben den Schlüssel. Okay, schnell weg. So gut wie es geht. Bitte, 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 bitte. Yes. Oh, geil. Okay, solche Sachen sind dann halt schon nice. You're a godsend, really. As a way to say thanks, she's gonna steal with you if you call her up. She might help you in many ways. So, to work my magic, I need a briefcase from 108. It contains info about Lombardi's rivals. If we send it to the Lombardi's boss, he might rethink killing you. Hell, he might even think you're useful now. What a way to turn things around. Get me that briefcase pronto. Okay, aber nicht mehr in diesem Angezockt. Ist eh schon viel zu lang. Okay, wenn solche Spezialsachen öfter kommen oder wirklich ein Haze, zum Beispiel auf dem Bank und jetzt mit dem Team, dann glaube ich, könnte schon was sein. Ich meine, es kostet jetzt nicht wahnsinnig viel. Es wirkt jetzt auch nicht super trashy. Es ist halt auch... Wo ist die Katze? Auch nicht super... Oh, da kriege ich Experience. es ist natürlich nicht der super, super realistischer Simulator, aber ich glaube, man kann hier schon seinen Spaß haben für ein paar Stunden und dann mit einer kleinen Pause macht man dann wieder weiter. Was ist euer Eindruck? Tief Simulator 2? Habt ihr sogar vielleicht den ersten Teil gespielt? Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. Bis dahin, lasst euch nicht erwischen. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.